Ich hasse mehr von der Sorte. Naja. WB! So. Ach ja. Ich hoffe, es hat gemundet oder was auch immer du gemacht hast. By the way, wer hätte nicht gedacht, dass Schmidio uns einen neuen Coup durchlaufen lässt, ne? Wer hätte es nicht geahnt? Minot! So. Der nächste Abschluss, Abfluss. Oh, na toll. Gib uns jetzt nur ein Riesending. Oh, ein EP-Training Field. Geil. So, above, sagte sie. Also da muss ich hier hinten hin. Hoffentlich. Nee, da ist nur eine Kiste. Dann hier hinten. Ich glaube, Yuna wird ein bisschen sauer. Jetzt kämpfen wir auch noch gegen gigantische Organe, ne? Wisst schon, die Viecher heißen Giant Origins. Nummer 1 Sachen. Ich hasse diese Key-Prüfung.
Wenn Schmidti nicht wäre, würde ich die auch gar nicht machen. So. Na dann, Randy. Oh, der nächste. Der soll zugeben, der hat da drinne Kameras und steht einfach nur drauf, die Mädels auf dem Bobbis zu starren. Kosodoro-mitei da na. Okay, also der Weg zum Terminal ist jetzt versperrt. Nein, wir müssen erstmal Schatz holen. Also alles andere ist mir jetzt hier fucking scheißegal. Was der Doktor macht, der kann mich mal kreuzweise im Buckel runterlecken. Hätten wir die Damen aber auch schon mal früher sagen können. Aber ich habe auch kein Problem damit, keine EP mehr zu haben, ne? Erstmal muss ich hier lang nochmal, weil ich habe da eine Kiste vergessen. Wir wollen ja jeden Schatz versuchen einzucatchen. So, Ranster. Ja.
Cherry Corsage. Hm, eine Corsage. Hm, Corsagen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Holen uns den letzten Terminal und dann zeigen wir Schmido, was wir von seinem Scheiß halt halten, ne? Ich glaube, ich muss hier lang. Nina. Wo muss ich denn jetzt lang? Jetzt Gibi, warte, Mama muss ich konzentrieren. Du weißt doch, Mama hat einen echt schlechten Orientierungssinn. Ich stehe jetzt echt wieder zurück. Ich kann doch hier durch. So. Dann muss ich hier durch. Irgendwo ist doch jetzt ein Tor aufgegangen. Entweder bin ich jetzt total deppert oder ich weiß auch nicht. Also ich weiß, dass ich manchmal Orientierungsschwierigkeiten habe, aber so was? Schon Sachen, so schlimm kann es doch gar nicht mehr sein. Was schaffen wir, Ada und Fritzi noch? Mittelpunkt? Oh nein, sag mir nicht, da kommt noch mehr. またあのトラップじゃねえだろうな。 Mittlerweile glaube ich nicht mehr dran, das wollte Ada und Fritz noch schaffen. Vielleicht gerade mal so bis zum Speicherpunkt. Weil ja der gute alte Schmidt ein bisschen crazy ist. Ein bisschen Kübelböck. Egal wie sehr ich mich anstrenge, wie schnell ich sein will. Ich
Das war mal schnelles Agieren. Ich hoffe nicht, dass die mich jetzt angreifen und ich jetzt finished werde. Das höhere Element. Der hat doch heimlich im Labyrinth von Emmas Oma spioniert. Soll doch einfach zugeben. Und warum komme ich hier nicht durch? Na, ich bin zu früh abgebogen. Na, füllen Frank auch. Jetzt muss ich natürlich wieder hier hoch, weil ich hier zu früh... Ah. Mach schneller, Muse. Wir haben nur schäbig Zeit. Nur noch 9 Minuten. Und bis dahin möchte ich wenigstens zum Speicherpunkt kommen. Also bewegt den knackigen Hintern. Plitty, please. Da war mein Fehler. Da oben, okay. Also seine Rätsel. Ihr werdet mich jetzt 5 Minuten, die nächsten Minuten fluchen, schimpfen und motzen hören. Ich hebe mir jetzt besser doch Randy auf. Oh, jetzt hänge ich hier fest, okay. Na, supi. Hätte man mir auch nicht eher sagen können, ne? Ach ja, übrigens, ihr habt gerade eine Falle ausgelöst. Dafür sorgt, dass ihr jetzt gerade hier nicht weiterkommt. Ich weiß, das findet ihr alles andere als geil, aber... Jetzt geht schon wieder das Licht aus. Sei nicht zu sehr fasziniert. Der Typ verarscht uns hier gerade vorne bis hinten. Ja, lasst mich in Ruhe. Tschüss. Eri, du solltest vielleicht die Monster... Halte die Klappe! Okay. Mitnehmen. Oh.
Ja, solltest du ein bisschen grinden und leveln. Nicht, dass du nachher Probleme hast. Oh, Michiga kirikamatta. Ha! Betze no basho ni ikesou da na. So ist das, wenn jetzt Erin nur noch durchrennen will, ne? Aber wir sind Level 109, wir sind gut gelevelt. 110. Wir sind gut gelevelt, habe ich festes Vertrauen drin. Uns kann nichts passieren, wir sind gut gelevelt. Na, Rin, mach bitte kaputt. Macht er natürlich nicht. Ich glaube, jetzt kann ich hier... Fick doch die Ziege! Kleine Tita. Sterb doch jetzt mit dem Scheiß. Diese. Gehabt. Sah knapp aus. So. Nicht lang, da komme ich auch nicht lang, okay. Ich muss hier irgendwie doch runterkommen. Oder? Gibt's hier nicht mal einen Weg runter? Oh, das ist so, wenn man durch diese
Fukate nichts mehr sieht. Wo du einfach nur noch Weg siehst. Kann man denn an sich kommen wir da hinten runter? Wie komme ich jetzt da hinten hin? Ach ja, okay. Nee, doch nicht. Wie komme ich denn da her? Doch? Wie komme ich denn mal da hin? Okay, ich glaube, eine Ahnung zu haben. Bin mir aber nicht sicher. Das ist doch der Raum, wo wir das eine Monster jetzt gerade besiegt hatten, oder? Was ist jetzt? Es kommt mein Kampf, ohne dass ich speichern darf? Wollte schon sagen. So, ihr Lieben. Erstmal das. Und dann haben wir es tatsächlich nur mit einer Minute Verspätung geschafft. Ich bin ja fast ein bisschen stolz auf mich. Bin tatsächlich fast ein bisschen stolz auf mich. So, wir speichern hier und beim nächsten Mal, also am nächsten Wochenende, da verprügeln wir Fritz und Ada aber so richtig hart. Wir wischen mit den beiden den Boden und dann nochmal wischen wir das Blut von ihnen, was auf dem Boden gelegen ist, nochmal auf mit ihnen. Naja, so wird das laufen. So wird das laufen, ja. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen wisst ihr ja, Plan Genshin Impact. Ich fresse jetzt meinen Döner und ich hab euch lieb. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir gucken mal, ob wir wen reiten können. Ist keiner zum Reiten da. Na dann. Ist das einfach jetzt wieder ein trauriger Abschied. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.